Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu den Dresdner Friedrichstädter News. Wir haben ganz besondere News für Sie. Wir dürfen wieder öffnen. Und zwar sind wir ab nächsten Dienstag, den 19.05. 19.30 Uhr wieder für Sie da. Unsere Kasse öffnet täglich ab nächster Woche Mittwoch bis Freitag 14 bis 18 Uhr und jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn. Natürlich müssen auch wir uns an viele Vorschriften halten. Diese erläutert Ihnen gleich Jule Schmidt als heutige Außenreporterin. Aber zuvor noch etwas Werbung. Leider zu spät. Ja, was kostet das denn hier, Maschine? Die Preise von den Dingen hier stehen im Internet, der Herr. Im Internet? Ach so, das muss man geben. Sie bezahlen, was im Internet steht. Sie dürfen natürlich auch gerne drüber hinaus noch was extra. Ach so, kann ich geben, was ich will? Was Sie wollen, der Herr. Was ich will, na, also, das ist ja interessant. Na, das können wir doch alle so viel geben, wie wir wollen, wenn wir helfen wollen. Jetzt wird Ihnen Jule Schmidt, die übrigens bald bei uns als Schauspielerin zu sehen sein wird, die Vorschriften, die neuen Hygienevorschriften erläutern. Liebes Publikum, wir freuen uns außerordentlich, dass wir endlich wieder für Sie öffnen dürfen. Auch wir müssen hier natürlich einige Hygieneregeln einhalten. Daher bitten wir Sie, warten Sie bitte vor der Tür. Wir rufen Sie einzeln rein, um die Wartezeiten nicht allzu lange sich ausdehnen zu lassen, haben wir für Sie ab sofort zwei Türen. Die eine Tür, das ist die, an der ich hier stehe, für die Personen, die noch keine Karten gekauft haben, die können also direkt durch hier zur Abendkasse. Die andere Tür, die wird etwas weiter dort hinten sein, das ist die Tür für die Personen, die bereits Karten gekauft haben. Sie können dort einfach mit Ihren Karten durchgehen. Ganz wichtig, auch bei uns natürlich, der Mund- und Nasenschutz. Dieser ist hier leider Pflicht, also bitte setzen Sie ihn vorher auf und halten Sie, wie immer, 2 Meter Abstand. Wir freuen uns. Auch im Saal natürlich gilt es, die Hygieneregeln zu befolgen. Hier haben wir unter anderem das altbekannte Abstand halten, 2 Meter zu den anderen. Wir haben im Saal für Sie Tische mit jeweils 2 Stühlen in nötigem Abstand gestellt. Ganz wichtig hier, nicht wie üblich, Ihre Getränke am Tresen holen. Dort können wir leider für den Abstand einfach nicht garantieren. Wir kommen zu Ihnen an den Tisch, nehmen Ihre Bestellungen auf und servieren Ihnen dort auch Ihre Getränke. Auch hier drin gilt nach wie vor Mundschutzpflicht. Wenn Sie also jetzt mit genügend Getränken von uns versorgt worden sind und dann dementsprechend auch einmal auf Toilette müssen, dann bitten wir Sie darum, unbedingt einzeln einzutreten. Die Toiletten sind vor den Kabinen leider zu schmal, um dort wirklich immer den Abstand wahren zu können. Also bitte klopfen Sie an, rufen Sie einmal rein, jemand drin. Wenn dann ein Ja kommt, bleiben Sie draußen, warten Sie, bis derjenige fertig ist. Wenn nichts kommt, können Sie jederzeit rein. Ganz wichtig natürlich, nach dem Toilettengang, einmal Hände waschen und desinfizieren. Sie finden an jedem Waschbecken von uns bereitgestelltes Desinfektionsmittel. Herzlichen Dank dafür. Dann möchte ich Ihnen jetzt noch ganz schnell unseren Spielplan präsentieren. Der ist mir leider gerade davon geflogen, deswegen muss ich den jetzt erstmal ganz schnell holen. Unser Spielplan. Sie finden diesen auch natürlich im Internet. Wir haben uns die allergrößte Mühe gegeben, einen Interimsspielplan zu entwickeln, weil auch wir haben ja Abstandsregelungen auf der Bühne, die noch extremer sind als das, was Sie hier einhalten müssen. Deswegen ist es uns nicht möglich, größere Produktionen zu spielen. Aus diesem Grund sehen wir zu, dass wir mit so wenig Menschen wie möglich auf die Bühne gehen und trotzdem Ihnen ein schönes Programm präsentieren können. Wir starten am Dienstag, den 19.05. um 19.30 Uhr mit dem Ersatzprogramm Plan B. Mit Micha Winkler und Thomas Schuch, Ihnen, denke ich, allen wohl bekannt. Das geht dann auch in der ganzen Woche so weiter, bis einschließlich Samstag, 23.05. ebenfalls 19.30 Uhr. In der darauffolgenden Woche,
Ab Dienstag, 26.05. erwartet Sie, auch 19.30 Uhr, Ringelnatz meets Ningeljatz. Das können wir gleich nochmal machen, bitte. In der Woche darauf, ab Dienstag, 26.05. 19.30 Uhr, erwartet Sie Ringelnatz meets Ningeljatz. Ebenfalls, für alle, die es noch nicht gesehen haben, ein wunderbarer Abend mit Micha Winkler und Thomas Schuch. Dieser wird dann fortgesetzt bis einschließlich Freitag, 29.05., ebenfalls 19.30 Uhr alle Vorstellungen. Am Samstag, 30.05. erleben Sie Sahneschnitten mit Thomas Schuch, ebenfalls 19.30 Uhr. Wir hoffen, dass Sie ganz, ganz zahlreich hier erscheinen, auch wenn wir nur 44 Personen reinlassen dürfen. Wenn Sie also zu zahlreich kommen, nehmen Sie es uns nicht übel, dass wir Sie dann wieder nach Hause schicken und auf dem anderen Tag vertrösten müssen. Auch wir haben uns den Voraussetzungen, den zu beugen. Auch wir haben uns den Maßnahmen zu beugen. Wir können eben hier im Moment nur 44 Personen reinlassen. Wir freuen uns, wenn der Saal trotzdem so voll, wie es irgend geht, ist. Und bis dahin bleiben Sie gesund und wir freuen uns sehr, Sie bald sehen zu können. Dankeschön. Schluss möchten wir Ihnen nochmal unseren Motivationssong präsentieren, gesungen von Jörg Lehmann. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und wir freuen uns auf Sie am 19.05. 19.30 Uhr bei uns im Theater. Vielen Dank. Wenn du dich mutlos fühlst und klein, schließ dich nicht zu Hause ein, zieh dich nicht zurück, denn draußen wartet schon dein Glück. Yeah, 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 yeah. Verlass die enge Kammer, den Grund für allen Jammer, schenkst du der kleinsten Hoffnung Leben, erhebst du dich und bleibst nicht kleben. Yeah, 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 yeah. Der kleinste Pickel im Gesicht, ob er es will oder nicht, irgendwann kommt er ganz groß raus. Selbst das Allerkleinste in deiner singt das Lied. Irgendwann komm ich ganz groß raus. Auch die schönste blonde Locke auf deinem Kopf macht mal die Flocke, kräuselt irgendwann. Fall ich ganz groß aus. Und der Weisheitszahn im Mund weiß, er schmerzt nicht ohne Grund. Er summt, irgendwann komm ich ganz groß raus. Irgendwann komm ich ganz groß raus. Dann bin ich der Tiger und nicht mehr die Maus. Irgendwann stehen wir was oben, man muss doch Feste daran loben. Irgendwann kommen wir ganz groß raus. Ganz.
Ei schon leise picken und weiß, irgendwann kommt es ganz groß raus. Irgendwann komm ich ganz groß raus. Dann bin ich der Tiger und nicht mehr die Maus. Irgendwann stehen wir ganz oben. Man muss noch feste daran glauben. Irgendwann kommen wir ganz groß. Irgendwann kommen wir ganz groß.